Und damit willkommen zurück zu Let's Play Chaos auf Deponia. Wir haben hier noch einen Screen, den wir noch gar nicht so genau angeschaut haben. Die schöne, ja, das exklusive Restaurant. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Nicht so Schnabeltier-Fan. Sehr traurig. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ah ja, ich erinnere mich. Und Poki will da auch gleich was sagen. Einen Augenblick bitte. Bin sofort bei Ihnen. Großer, allmächtiger Methulu. Dein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Mokinos, Abrixidur, Numidom, Abrix, Aradur, extra Käse. Ja, ja. Eigentlich ganz nett hier. Ja, klingt natürlich nach einem guten Restaurant aus. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Was haben Sie im Was Angebot? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltier-Burger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer, weiser McBulu. Das Opfer fragt, ob die Burger dick machen. Ravanek Kamcha, Uror, Bodenhaltung. Ja. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Wie war das mit Bodenhaltung? Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Wie sind die fehlenden Kinder aufgefallen? Orum Deus Satinav. Murmel, Schnurmel, schnappel die Bauts. Also manchmal machst du mir richtig Angst, oh Herr der Finsternis. Bin ich wieder? Kann ich noch etwas für Sie tun? Ach, das lassen wir jetzt einfach unter den Tisch fallen mit den Kindern. Hier oben ist übrigens nochmal ein Schnabeltier-Ei. Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. Melior Hansensex Hadino Muror Viaduna La Paridox Nomentur. Schlechte zu Sterblichen, genau. So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltier-Club. Hurra! Das klingt doch gut. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Er fragt nach der Abendkarte. Was sage ich Ihnen denn jetzt? Honesto Minen, Polidur, Olox, Verito. Verstehe. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Ah, sehr ungünstig. Aber ich reserviere einfach schon mal, ja? Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ortonomien Hassur Modena Confuginos Lyoman Fadamon
dann sag ich Ihnen das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Was? Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Moment mal, hey, oh. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ja, dann, das ist... Machen wir gleich. Schauen wir mal schnell. Wir haben die Speisekarte, Bestellkarte, Kurbelhalterung, Ei. Ah, uns fehlt die Kurbel. Können wir schon reinmachen? Können wir auch gegen das Ei tauschen? Das nimmt uns jetzt keinen Inventarplatz weg. Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Ich find's gut. Ich rühre grundsätzlich nicht. Gut, und das können wir dann irgendwann später holen. Aber das ist, ja, eigentlich recht flott gegangen. Ich überprüfe irgendwann mal wegen den Items, die man haben kann im Inventar, weil, wie wir aus den Entwicklerkommentaren gehört haben, die 26 Items im Inventar zu erreichen, schafft nicht jeder. Schnabeltier-Fiebel, Schnabeltier-Trapper. Ah, ein Grußkasten ist auch noch hier. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Oh, das ist schön. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht nach Schnabeltier. Das ist am schönsten. Willst keine Bissspuren, du im Zwieback? Nimm kein Schnabeltier zum Biwak. Und der Schnabel platt das Schwänzchen, hättest du Lust auf ein Tänzchen? Hey, Schnabeltier-Poesie. Ach, das war auch gleich ein Achievement. Ja, Experte für Schnabeltier-Poesie. Ich hab das sogar gerade gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Okay. Nehmen wir mal die Fibel. Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Ja. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? See you later, Alligator. Ah, okay. Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Klingt gut. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Er ist richtig im Business drin. Er ist hart im Business. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Fair. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltierpoesie. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Oh, Gänsehaut. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Nein? Bewegt? Krank. Ah, das ist ein sehr, sehr wichtiger Spruch. Merkt ihn euch für euer Leben. So gewinnt ihr jedes Herz jeder Dame. Du belieferst auch das Schnabeltier-Restaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester.
Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Ah, wir müssen Mitglied werden. Mich interessiert das, Mann. Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Pürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Der hat die Sprüche drauf. Gut, ja, schauen wir uns das Rätsel einmal hier an, beziehungsweise die Kommentare, und versuchen es dann zu lösen, weil wir haben ja aktuell gar kein Geld, gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich mag Minigames. Dieses Minigames hat eine sehr lange Historie. In der Produktionskette wurde sogar schon angefangen, es zu designen, bevor die eigentliche Produktion von Deponia 1 losging, wenn mich nicht alles juckt und täuscht. Und zwar hat damals, ich hoffe, ich irre mich nicht und tue irgendjemand anderen, der dran gesessen hat, großes Unrecht. Ich glaube, in der ersten Form hat dort noch der gute Ulf dran gesessen. Ein Kollege, der nur sehr kurz bei uns war, sehr leider, weil er doch insgesamt irgendwie im Herzen Diddelic war. Die Geschichte des Minigames beginnt aber eigentlich noch viel früher. Und zwar habe ich seinerzeit mal, wie es alle möchte gern Autoren in ihrer langen Laufbahn tun, einen Ordner auf meiner Festplatte gehabt, in der ich ein Dutzend grandioser Drehbucheinfälle angefangen habe zu Papier zu bringen. Also nicht zu Papier, sondern zu Word-Dokument. Da waren sehr vielversprechende Drehbuchentwürfe mit dabei, von denen ich kein einziges jemals wirklich komplett zu Ende gebracht habe. Einige aber sehr weit. Aber die Idee, dass halt jemand in einen Fastfood-Imbiss geht und halt durch die geschickte Manipulation der Sonderangebote miteinander und Kombination von diesen nachher sich ein komplettes Essen zusammenstellt, ohne auch nur einen einzigen Cent zu bezahlen, die stammt tatsächlich aus einer alten Drehbuchidee von mir, die da hieß Die Nacht der falschen Idole, wo es ebenfalls übrigens um Klone ging. Ich glaube, es war so eine Art Roadmovie, wo zwei Leichenbestatter die Klone von Elvis und Jesus im Kofferraum hatten. Ich glaube nicht, dass ich das jemals noch zu Ende schreiben werde. Das war schon, im Prinzip war es lustig. Ja, wir brauchen einen Glückskeks. Und im ersten Menü haben wir keinen drin. Ich glaube, wir brauchen keine zwei. Wir müssen mit dem Menü starten. Aber wir haben ja kein Geld. Und wir müssen jetzt... Wir können überlegen, das zu vergrößern, zu verkleinern oder halt gar nichts. Passt. Warte, wir haben doch zwei Burger. Können wir zu einem großen machen? Zu einem Shake? Gar nichts? Nee, das ist zu teuer. Mist. Und okay, es ist weg. Kann man da nochmal einen Neustart machen? Was kann man denn alles klicken? Nee. Verlassen. Ist das Ihre Wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen? Nein, stimmt. Sorry, mein Fehler. Ja, nochmal. Okay, also
ist schon das Menü, weil wir haben keine zwei Glückskekse. Wie ist das mit den Burgern? Das ist quasi für 1 Euro macht man die teurer. Man kann die beiden zu dem Ding machen. Kleiner. Oder halt doch wieder größer und zu zweien. Du bist in kleinerer Größe. Ach halt, wenn wir... Moment, wenn wir... Ah, wir haben einen einzelnen Burger. Für größer. Wieso sind hier 2 Shakes? Haben wir die Möglichkeit, 2 Shakes zu machen? Ja. Dann machen wir mal... Machen wir 2 Shakes. Nee. Dann machen die zu Burgern. Können die zu einem... Können die zum Großburger machen. Und dann... 1, 0,5... Gar nichts. Ist das Ihre Bestellung? Ja? Ja, wieso? Gut. Das macht dann 0 Slotty. Da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Ja, und wir haben den Glückskeks. Und das Achievement, dass wir das Rätsel nicht übersprungen haben. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder.